Sie hat das coolste Haus und die besten Outfits und das flauschigste Fell. Die Outfits suche ich aus. Und ich style ihr Fell. Ich suchte ihr gerade nach Inspiration, als mir das Handy herunterfiel. Ein Handy bedeutet kein Internet und kein Internet bedeutet kein neuer Taffy-Content für ihre Fans. Lol. Das ist ja furchtbar. Wir müssen das in Ordnung bringen. Lass mich nachdenken. Ich weiß. Ich besorge dir ein neues Handy. Kannst du das? Ich denke schon. Die Menschen haben alle mindestens ein Handy-Dingsbums. Also leihen wir uns einfach eins. Sie lieben Taffy, also werden sie gerne helfen. Und da gerade noch. Was war da doch mit X? Achso, Griechen. Bei den Griechen, Griechen. Ui. Und wieder ein Blinky und ein Knochen. Ah. Oho. Muss ich natürlich gucken, ob der Wanderer da wieder am Wandern ist. Hier, guck mal, was ich hier mitbringe, Junge. Was gibt's denn diesmal? Im Gacha die Maishaube. Naschkatze war gestern. Hier kommt die Maismieze. Ja, nice. Sollte ich es tun? Sollte ich es nicht tun? Natürlich sollte ich es tun. Aha, da hat es wieder ein Blinky. Ja, sehr schön. Sogar mehrere. 16 Stück schon. Okay. Noch einer. Hier mit den Blinkies. Könnte ja vielleicht mal wieder mit Tanuki reden. Vielleicht hat er ja schon was gefunden. Danke für deinen Beitrag zur Wissenschaft. Ich sage dir Bescheid, wenn ich die Daten ausgewertet habe. Okay, wohl noch nicht. Rosaner Ball zu rosanem Tor. Oder was soll man das für eine Farbe ist? Hey. Oh, da muss ich mir wieder eine neue Stimme ausdenken. Ah, da ist wieder jemand mit Handy. Ah! Oh. Mir noch hinterher? Nee. Gut, gut. So, muss ich den erstmal abwarten hier? Hä? Ach, so rum geht nicht, oder? Ich geh jetzt Baumeister Crew. Lal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 
man zu Hause wohl schon von meiner Abwesenheit Notiz genommen hat? Was für ein glückliches Offline-Leben du führen musst, Kätzchen. Naja, jedenfalls ist hier dein Handy. Betoniertes Handy. Ein Handy, das in Beton getaucht wurde. Die Smart-Funktionen sind zwar beeinträchtigt, aber die Kamera funktioniert noch. Drücke, um den Fotomodus zu öffnen und Fotos zu machen. Fotografieren ist kinderleicht. Du rufst einfach die Kamera auf, posierst und klick. Eigentlich solltest du jetzt zur Feier des Tages ein Selfie machen. Ruf die Kamera auf und mach einen Schnappschuss. Lol. Bisschen von unten. Kann ich auch zoom, zoom. Foto machen. Boop. Ben. Papa Katzi. Wie viele Fotos muss man machen? 20, natürlich. Die magische Nidel. Yay, entrümpeln abgeschlossen. Dafür, dass sie mir keine Beachtung geschenkt hat. Oh, ein Blinky. Hui. Erstmal Geld klauen, ey. Ach Mann, ich wollte da nicht reinrennen. Was? Von der anderen Seite oder was? Entschuldigung. Ja. Hallo, ich habe mich gefragt, ob du mir vielleicht helfen kannst. Ich bin das Stadtoberhaupt. Wenn ich dir nicht helfen kann, kann es niemand. Gut, dass ich dich gefunden habe. Weißt du, Exzellenz, ich muss nach Hause und ich brauche Blinkies und da sind die ganzen Mülleimer und... eins nach dem anderen, Liebes. Das klingt alles nach Arbeit. Katzen sind nicht für Arbeit gemacht. Katzen sind für Unfug und Schnarchen gemacht. Wir sind weich, schläfrig, manchmal etwas launisch. Manchmal werfen wir Dinge zu Boden. Ja, aber... dein Enthusiasmus macht müde. Ein müdes Stadtoberhaupt kann niemandem helfen. Ich wollte nicht. Also musst du dem Stadtoberhaupt helfen, seinen Mittagsschlaf zu kriegen. Das ist nur recht billig. Nur recht und billig. Ich. Deine erste Aufgabe als Stellvertretung des Stadtoberhauptes sind die verhassten Marmeladengläser. Brrr. Entferne diese Schandflecken aus dem Blick des Stadtoberhaupts. Aber es ist doch nur Marmelade. Brrr. Es ist ein Symbol dafür, dass der Mensch keine Angst mehr vor Katzen hat. Sie stellen ihre Glasgefäße in die Regale und erwarten, dass sie dort bleiben. So kann es nicht weitergehen. Das ergibt wohl Sinn, aber wenn du entfernt sagst,
Meinst du... Stoßen, schieben, zerdeppern. Das Splittern der Gläser wird ein Schlaflied für mich sein. Und dann hilfst du mir? Das Stadtoberhaupt kann dich bei dem Lärm der symbolischen Marmelade nicht hören. Hineinspringen. Oh, da geht das. Oh, jetzt müsste man nur noch damit durch die Gegend laufen können, Alter. So schön aller Solid Snake, Alter. So, wo ist jetzt die Marmelade? Hier keine Marmelade. Oh, oh, Marmelade. Oh ja. Nice. Da ist auch eine Eins, alles klar. Und da ist noch eins. Mhm. Schrupp, schrupp, schrupp. Kann ich auch Melone runter? Oh ja, kann ich auch. Oh, wie viel wiegt die Melone? Oh, die ist ja... Eine variabel schwere Melone. Da hoch, danke. Das war ich gar nicht. Außer Frage, wie komme ich da hin? Au! Na gut. Der Blick, Alter. Hausverbot! Ob ich mich daran halte. Man ist ja hinter dem Besen liegen. Oh no! Verdammt! Zu weich gelandet. Und nochmal ein Blinky, jawohl. Weg. Perfekt. Das Stadtoberhaupt kann jetzt schlummern. Bevor du es tust, Exzellenz, hast du gesagt, du könntest helfen. Oh, ja, das Stadtoberhaupt wird dir jetzt wertvolle Hilfe leisten. Dankeschön. Weil du mir geholfen hast, lehre ich dich, wie man offiziell auf Marmeladengläser reagiert. Moment, was? Oder alles sonst, das schrecklich ist. Voila! Igitt. Das ist mein Igitt-Gesicht. Igitt. Nice. Du kannst jetzt jederzeit dein Missfallen kundtun, indem du Y gedrückt hältst. Y? Was ist Y? Das war nicht gerade was... Das Stadtoberhaupt hat deine Dankbarkeit nicht nötig, Liebes. Oh, Entschuldigung, ja. Danke oder nicht danke? Und jetzt muss ich das Stadtoberhaupt ausruhen. So schläfrig, so unfähig weiterzuhelfen. Aber... Na.
ein Blinky. Oh. Wo geht's denn hier hin? Oh, eine Tonne. Oh. Kuscheltier. Ist das vielleicht was für den Hund? Wohl nicht. Ach, da ist der. Diese Leute, die sich nicht dafür interessieren. Unglaublich. Na gut, dann muss ich wohl irgendwo ein wenig. Und da komme ich nicht durch, alles klar. Dann muss ich wohl hier durch. Schwupp. Röp. Oh, ein Zen-Garten. Oh, den will ich nicht zerstören. Schwupp. Katzenschlummer, ah ja, alles klar. Oh, haben sie noch mehr Dinge. Kann ich jetzt mit dem reden? Ah ja. Hi. Hallo? Redest du mit mir? Ja, natürlich. Du kannst mich sehen. Ja. Verblüffend. Ich bin noch nie jemandem begegnet, der meine hervorragende Tarnung durchschaut hat. Bedeutet das etwa, dass meine Kräfte schwinden? Deine Kräfte? Bist du etwa ein Zauberer? Das bin ich. Wenn du mich sehen kannst, siehst du vielleicht auch den Zauberhut, den ich trage? Und so können andere Zauberer wissen, dass ich die Gegend patrouilliere. Dann können sie dich also auch sehen? Auf keinen Fall. Ich bin für alle unsichtbar. Deshalb bin ich so überrascht, dass du mich bemerkt hast. Ich bin zum Beispiel so gut darin, mich zu tarnen, dass ich sogar meine Worte verschwinden lassen kann. Sieh dir das an. Hast du das gesehen? Nein, hast du nicht, weil meine Worte total getarnt sind. Das ist ziemlich cool. Vielen Dank, ich habe jahrelang daran gefeiert. Aber wenn du ein Meister der Tarnung bist, wieso kann ich dich dann sehen? Ja, schon. Vielleicht hat es damit zu tun, dass deine Augen so seltsam sind? Oh je, ist etwas mit meinen Augen passiert? Hast du dir sie mal angeschaut? Ich glaube, das geht gar nicht. Du musst sie mir einfach beschreiben. Also, zunächst einmal sind sie auf der Vorderseite deines Gesichts. Das ist seltsam. Ach ja? Und sie stehen gar nicht ab. Sie sind direkt mit deinem Kopf und in deinem Kopf und nehmen wertvollen Gehirnplatz ein. Vielleicht benutze ich meine Augen zum Denken? Kannst du sie wenigstens gleichzeitig in verschiedene Richtungen bewegen? Ich glaube nicht. Meinst du, ich muss mir Sorgen machen? Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin ein Zauberer, kein Tierarzt. Aber wenn deine seltsamen, minderwertigen Augen wirklich immun gegen meinen Verschwindetrick sind, dann habe ich endlich einen würdigen Gegner gefunden. Wie bitte? Ich muss lernen, deine seltsamen Augen zu überlisten. Ich werde neue Tarnungen einsetzen, neue Tricks ausführen, die edle Kunst der Selbstvervollkommnung ausüben. Ich will nicht, dass du dich meinetwegen änderst.
Ach, süßes Kätzchen. So seltsam, so klein, so unwissend. Nein, um meinen Ruf als die am besten getarnte Kreatur der Welt zu retten, muss ich mich verändern. Das ist die einzige Möglichkeit, deine seltsamen Augen zu besiegen. Wenn du sagst, du willst meine Augen besiegen, ich fordere dich heraus, mich wiederzufinden, Katze. Hier? Nein, ich werde mich zurückziehen, während ich an meiner Technik feile und dann wieder auftauchen, an einem anderen Ort. Es ist natürlich fast unmöglich, mich aufzuspüren, also werde ich dir einen Hinweis auf meinen Standort geben. Ein Ort, den man für Helme kennt, wo Baggerbaggern im Zement. Dort halte ich mich gut versteckt und werde nie von dir entdeckt. Wirklich? Nie? Hast du schon mal etwas von dichterischer Freiheit gehört? Nein. Tja, ich schrecke nicht davor zurück, von ihr Gebrauch zu machen. Wie auch immer, viel Glück bei der Suche nach mir. We'll be right back.